Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Quentin, Alter, guck nicht so gequält. Ich weiß, wir müssen die Daily aber noch schaffen, mein Freund. So, Jake, wie sieht's aus? Jake geht erstmal in den Keller rein. Ja, guter Move. Da vorne haben wir einen Generator. Da gehen wir ran. Ich habe diesmal eine Werkzeugkiste dabei, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Und ich habe diesmal, ey, hier bin ich schon dran. Und ich habe diesmal, beweise dich. Nee, halt. Oh, Legion. Das ist ja widerlich. Okay, Tunneling Legion sogar. Ich meine, ich war ja noch in der Nähe. Das wird ja eine schöne Runde. Ich habe Technikerin rausgenommen. Aufgrund von Beweise dich, weil ich mir auch gedacht habe, ja, okay, mit Technikerin. Leute, das ist unsere Chance. Mit Technikerin. Gehen die hin? Scheiße. Hallo. Ach ja. Okay, Tunnelnde Legion ist immer das Schönste, was einem passieren kann. Wenn man mal wieder ein bisschen Dead by Daylight zockt, ne? Das ist immer. Weiß ich auch nicht. Da kommt Freude auf. So, dann holen wir uns erstmal unseren Flink-Boost. Und dann müssen wir zusehen, dass ich irgendwie ein bisschen wegkomme von der Ollen, ne? Wenn die. Hä? Okay. Will sie jetzt den anderen wegtunneln oder was? Nee, die kommt zu uns. Danke, Legion. Ah, das Problem ist. Nee, sie bricht die Jagd nicht ab, okay. Wollte gerade sagen, das Problem ist, dass sie wahrscheinlich gleich die Jagd einfach dann abbricht. Und dann hat sie mich easy. Ach ja. Gut. Ich meine, ich konnte nichts machen. Sie hätte mich so oder so erwischt. Sie hat die Jagd jetzt abgebrochen. Damit ich umfalle, wenn ich jetzt angefangen hätte, die tiefen Wunden zu bearbeiten, dann hätte sie mich halt auch erwischt. Das ist halt das Problem, das halt Legion aktuell hat, aber ich habe das jetzt schon 69 Mal erzählt in den Videos, deswegen lasse ich es jetzt einfach. Und wir versuchen einfach das Beste aus dieser Runde zu machen, würde ich sagen. So. Ready Boy. Kann sich nicht entscheiden, ob er uns hilft oder nicht. Und dann können wir hier direkt an den Gen wieder rangehen. Wo geht er denn hin? Wieso hilft er denn nicht? Ah, naja gut. Dann müssen wir es wohl oder übel alleine durchziehen. Eieiei. Ich wurde in den letzten Tagen auch ziemlich häufig in den Kommentaren gefragt, wann denn das neue Chapter eigentlich released wird. Und ich wollte an der Stelle nochmal sagen, dass, ja, ich erst dann was sagen kann, wenn ich halt was sagen darf, weil viele Leute wahrscheinlich denken, sie können jetzt einfach bei mir quasi fragen und ich kann es dann sagen, weil ich jetzt Fog Whisperer bin. Die Sache ist halt, dass wir auch Embargos haben, also NDAs. Quasi dürfen wir über Infos, die wir bereits haben, erst zu einem gewissen Zeitpunkt in der Öffentlichkeit sprechen. Das bedeutet, sobald ich mit euch über irgendwelche Sachen, die Dead by Daylight betreffen, neuigkeitenmäßig sprechen darf, werde ich das auf jeden Fall machen. Es bringt also nichts, nachzufragen, ob ich irgendwelche Sachen schon weiß, weil selbst wenn ich sie vielleicht weiß, wer weiß das schon, dann kann ich sowieso nicht drüber sprechen. Ja, also, und sobald ich drüber sprechen kann, spreche ich auch drüber. So viel dazu. Ich meine, ich kann nachvollziehen, ne, jetzt als Fog Whisperer. Könnte es natürlich sein, dass man die ein oder andere Info bereits hat. Aber wie gesagt, selbst wenn man sie hat, darf man oft noch nicht drüber sprechen. Wollte ich nur noch einmal hier anmerken. Ist immer einfacher, wenn ich das einmal im Video anspreche, als wenn ich mir dann die Mühe mache und jeden einzelnen Kommentar zu diesem Thema beantworte, weil wirklich sehr, sehr viele Leute das gefragt haben. So, jetzt konnte ich ja bisher schon wieder nicht helfen, was mich ein bisschen abfuckt, weil ich die Daily Quest von Quentin einfach mal irgendwann gerne fertig machen würde. Okay,
Okay, sie sieht mich nicht. Oder sie hat mich zumindest erstmal nicht gesehen. Ich hoffe, dass die andere nicht in der Nähe ist, Leute. Ich werde jetzt auf Krampf abhängen. Einfach nur, weil ich meine blöde Daily-Erleber fertig haben will. So, was willst du tun? Freu dich, dass du gerettet wurdest. Nächster Gen. Welcher Gen? Da oben rennen die rum. Welchen Gen könnten wir denn als nächstes machen? Ich lasse mich jetzt nicht heilen. Zum einen, wir spielen gegen Legion. Zum anderen, ich habe noch Adrenalin dabei. Wenn Legion kommt und in sein Dingens reingeht, erwischt er mich so oder so. Und hier ist eine Palette. Das heißt, falls Legion kommt, muss er eigentlich in seine Fähigkeit rein. Dann erwischt er mich so oder so. Bringt mir also auch nichts, wenn ich dann hochgeheilt bin. Wenn die anderen beiden jetzt drin an einem Generator arbeiten, ja, dann... Ah, da ist Legion. Ne, dann werden die da wahrscheinlich erstmal aktuell zumindest die Finger von lassen. Kommt Legion hierher? Ne, oh, da kommt der Jake mit Legion im Schlepptau. Legion messert die Luft. Was hat die Luft dir getan, Legion? Oh, Schwein gehabt, der liebe Jake. Wir reparieren hier mal ganz in Ruhe weiter. Und sie geht tatsächlich hinterher. Nice. Okay. Mein Werkzeugkoffer ist weg, ist aber nicht ganz so tragisch. Quentin ist ja aktuell eh nicht so der Char, den wir oft spielen. Ich hätte ihn eigentlich gerne mit rausgenommen. Ich habe gerade mich irgendwie zu sehr hypnotisieren lassen von der Verfolgungsjagd, die hier vor unseren Augen stattgefunden hat. Deswegen, ja, es war tatsächlich nicht so wirklich beabsichtigt, dass ich das kaputt mache. Aber es ist auch nicht so schlimm. So, der Generator da vorne. Ich weiß nicht, ob sie dran arbeiten. Der flackert so ein bisschen vor sich hin. Aber wir haben es hier gleich fertig und dann müssen wir... Wow, verdammt. Müssen wir mal gucken, wo die Ausgänge sind. Schade, Mann. Haben wir so schön hier noch gearbeitet. Aber immerhin sind ja auch Punkte, die wir da durchbekommen. Oh, Legion ist ganz hinten. Macht sich hinter irgendjemand hinterher. Jetzt habe ich kein Aufwachen dabei, ne? Obwohl ich Quentin bin. Oh, du bringst Legion mit. Das ist nicht dein Ernst, oder? Come on. Ich ziehe es jetzt durch. Okay, Ausgang ist offen. Jake, wo bist du? Jake. Jake. Hello, my friend. Ah ja, hier ist Jake. Mal zusehen, dass wir ihm Rückendeckung geben können. Unsere Jagd ist gestartet. Jake, ist Jake schon weg? Rennt er da? Ich will ihm auch nicht im Weg stehen. Ich will ihn nicht sandbaggen oder so. Ah, da ist er. Zieh die Palette. Du bist safe. Ja. Du bist safe. Nö, hier kommst du aber nicht durch. Nö, danke. Also, Jake gibt's nicht mehr, meine Kleine. Ja? Und raus mit uns. Puh. Hey, gehen Sie aus mir raus. Das hört sich falsch an. Oh Mann, Leute, wir haben die Daily mit Quentin fertig. Endlich, nach einem halben Jahr haben wir es geschafft, 3 Überlebende vom Haken zu retten. Das ist aber auch eine sehr heftige Quest, Leute. Ich meine, wann rettet man schon mal Leute vom Haken? Also, das ist ja, weiß ich auch nicht. Da müssen sich mal ein paar Quests ausdenken, die man ein bisschen einfacher schaffen kann, Kappa. Ach ja, aber hey, Blutpunkte. GG. Blutpunkte sind Blutpunkte, habe ich gehört. Und, wir haben es endlich geschafft. Wir haben sogar einen Pip für die Runde bekommen. Ach ja, 20.000 nehmen wir natürlich auch nochmal gerne mit. Stridor war dabei. Uneinigkeit, Ruin und Barbecue, aber alles auf Stufe 1. Also Legion wird gerade gelevelt. Nero, falls du die Chance hast, level Legion nicht. Level lieber einen anderen Killer. So, ansonsten, ja, rangtechnisch interessant. Ich bin schon Rang 6. Also, nee, stimmt gar nicht, ich bin Rang 7. Dann gleicht sich das ja alles aus. Ich hatte mich nur gerade gewundert, dass er Rang 8 ist und die anderen so niedrig. Aber ja, das passt dann ja ungefähr. Wir hatten schon deutlich interessantere Lobbys. Ich habe gestern zum Beispiel einmal eine Runde während des Turniers, als das Halbfinale stattfand. Ich habe das Finale gespielt, das Halbfinale hat jemand anders gespielt. Habe ich eine Survivor-Runde gemacht und wir waren alle schon relativ weit oben von den Rängen. Und wir haben gegen einen Rang 18 Killer gespielt, der scheinbar wirklich komplett neu ist, weil der hatte auch irgendwie gar keine Perks, keine Add-ons. Und der tat mir dann echt ein bisschen leid. Nun gut. Leute, ich bin raus. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Quentin's Daily ist fertig. Yay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schönen Tag euch noch. Macht's gut. Ciao, ciao.